Wir erinnern uns alle. Zuerst stellte Tesla das Model 3 als Prototyp vor und alle standen lange Schlangen, um eins zu reservieren, bevor sie es überhaupt noch fahren oder sehen konnten. Dann, nach vielen Monaten des Wartens, gab es endlich die ersten Auslieferungen. Seitdem die ersten Model 3 im Juli 2017 den ersten Besitzern übergeben wurden, ist bereits nochmals viel, viel Zeit vergangen. Das Auto verkauft sich wie geschnitten Brot, überall dort, wo es endlich ausgeliefert werden kann. Nun wird es auch nach Australien kommen und wird dort sicherlich auch schnell an der Spitze der meistverkauften Autos überhaupt sein, besonders da Australien bereits von der Batterietechnik von Tesla im großen Umfang profitiert und extrem zufrieden ist. Das Auto ist das erste massenhaft produzierte elektrische Auto für jedermann und hat endgültig die Elektrorevolution eingeläutet. Tesla produziert Autos anders als die alten Autohersteller. Das heißt, sobald etwas Neues in der Produktion, Technik oder der Software erreicht wurde, wird es an den Endkunden weitergegeben, ob per Over-the-Air-Updates, Produktionstweaks und Besserungen in der Herstellung oder beim Einsetzen neuer Teile direkt sofort bei der Autoherstellung auf der Produktionslinie. Jetzt werden die Änderungen, die sowieso seit Anfang des Produktionsbeginns umgehend eingebaut werden, noch deutlicher ausfallen. Die meistverkaufte elektrische Limousine Tesla Model 3 wird nach jüngsten Kommentaren des CEO und Mitbegründers Elon Musk sowie anderen jüngsten Berichten und Gerüchten einige wichtige Verbesserungen erfahren. Model Y ist das neuere und frischere Modell als Model 3. Daher ist dies eine Gelegenheit, auch die weltweit meistverkaufte Kompaktlimousine aufzufrischen und sie in ein aktualisiertes Erscheinungsbild zu bringen. Es scheint nun, dass das Model 3 einige der Upgrades erhalten wird, die Model Y bereits hat. Dies scheint von Musk in seinen zahlreichen Tweets selbst angedeutet zu sein, sowie durch einige Berichte aus unbestätigten Quellen aus China. Wir fangen mit dem Interieur an. Der schwarze Klavierlack verabschiedet sich aus der Kabine des Model 3. Genauso der Schließmechanismus der Ablagen mit dem fragilen Magnetverschluss. Neues Design der Mittelkonsole, moderner und hochwertiger Look mit mehr hochwertigen Materialien. Die Konsole ist mit lederähnlichem Material umwickelt und mit schönen Nähten versehen. Das gibt einen Luxus-Touch und sieht definitiv Premium aus. Vorbei die Zeit des empfindlichen schwarzen Klavierlacks, was zwar super aussah, aber viele Fingerabdrücke generierte und leicht zerkratzte. Das Upgrade zeigt matte Oberflächen, hochwertige Materialien, sehr schicke Nähte und einen Schiebemechanismus zum Schließen des Ablagefaches in der Mittelkonsole. Außerdem zwei Lademulden fürs induktive Laden des Smartphones, nun ganz ohne eines Kabelsalates. Auch die Displays werden überarbeitet und technisch aufgefrischt. Dies gilt auch für Software und das Nutzerinterface. Es kommt auch für alle Tesla-Besitzer, die für Self-Driving bezahlt haben, ein bedeutendes Upgrade. Musk antwortete neulich auf Twitter auf einen Tweet: Tesla reagiert jetzt auf Ampeln und Stoppschilder auf der ganzen Welt und sagte, dass dies nicht einmal ein dramatisch besseres geplantes 4D-simultanes Surround-Video-Upgrade verwendet. Im Außenbereich wird auch vieles neu. Schon auf der Tesla-Seite steht, dass das neue Model 3 mit automatisch öffnender elektronischer Heckklappe kommt, was viele Nutzer freuen wird, weil es praktisch ist, wenn man vollbeladen zum Auto kommt. Man munkelt, es wird einen Mechanismus geben, der mit dem Fußwisch unterhalb des Stoßfängers die Heckklappe automatisch öffnen wird. Was auch sofort auffällt, ist der Verzicht auf Chrom und dunkle Fensterrahmen und Türgriffe, sogenanntes Chrome Delete,
was viele Nutzer bereits eh gemacht haben. Sicherlich ein schicker, frischer Look, nachdem Model Y genauso aussieht. Das Model 3 sieht in allen Farbvarianten sehr schick aus mit den neuen schwarzen Zusätzen. Hier einige Fotos. 5 Sterne im Crashtest sind selbstverständlich. Die neue Technik im Inneren des elektrischen Teslas beinhaltet außerdem ein hocheffizientes HLK-Wärmepumpensystem, das steht für Heizung und Klimaanlage, mit dem Oktoventil, bekannt aus Munros Zerlegung des Model Y. Wir wissen außerdem, dass Musk während der Ergebnisaussage des Unternehmens für das zweite Quartal 2020 im Juli angedeutet hatte, dass das in China hergestellte Model 3 möglicherweise die gleiche effiziente Wärmepumpe wie das Model Y erhält. Ein neues Gerücht aus China besagt, es wird neue Scheinwerfer, Rücklichter und Lenkrad geben und sogar Doppelschichtglas für bessere Geräuschdämmung. Hier könnt ihr auf den neuen Bildern vom Model 3 sehen, dass die Scheinwerfer anscheinend auch schon die neue Optik tragen. Bei dem Besuch der Giga Berlin, wir haben berichtet, Link ist in der Videobeschreibung unten, wir verlinken euch aber das Video auch, sagte Tesla-Chef Elon Musk, dass auch das Model Y, das bereits ein völlig anderes Fahrzeug als Model 3 ist, weitere radikale Überarbeitung erfahren würde, wenn die Produktion bei Giga Berlin in Deutschland beginnt. Dies soll die Reduktion der Einzelteile des hinteren Teils der Karosserie von 70 auf 1 bedeuten, sowie modernste Lackiererei von allen Tesla-Fabriken heute, die dann aber nach und nach an anderen Standorten Einzug halten soll. Wir sind sehr gespannt. Die optischen Upgrades machen nun eine große Runde im Internet, aber kaum jemand bemerkt das Wichtigste überhaupt. Daher hier noch die beiden Hammer-News, die die anderen übersehen. Tesla reduziert sofort den Kaufpreis drastisch, was man auf der Seite sehen kann, was in Verbindung mit den Prämien, aber auch ohne diese Prämien, eine extreme Ersparnis mit sich bringt. Und dazu kommt die neue ausgewiesene Reichweite von sagenhaften 580 Kilometern WLTP für das aktuelle Model 3. Das sind fast 600 Kilometer mit einer Ladung. Und das ist der Todesstoß für alle Verbrennungsfahrzeuge. Nun, das Model 3 Upgrade ist sofort bestellbar auf der Tesla-Seite. Für alle, die zusätzlich freies Laden an den Superchargern haben wollen, fügen wir einen Empfehlungslink unten in der Textbeschreibung dazu. Wenn ihr auf diesen Link klickt, um euren Tesla zu bestellen, egal ob Model Y, Model S, Model Y oder Model X, erhält ihr einen Bonus obendrein fürs kostenlose Laden euren Teslas an den Superchargern, anstatt dafür gleich zahlen zu müssen. Von uns viel Spaß mit dem freien Laden eures Teslas. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Like, abonniert uns und klickt auf die Glocke. Damit seid ihr immer die Ersten, die eine Benachrichtigung über neue Videos von uns bekommt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.